Last Take des Jahres. Go. 2016 war ein sehr ereignisreiches Jahr und das sind 50 Dinge, die ich dieses Jahr mit euch zusammen erlebt habe. Ich habe das Jahr mit einer Weltpremiere in Los Angeles gestartet, bei der Kung Fu Panda 3 Premiere. Ich habe Chloe Grace Moretz interviewt. Ich habe meine Webseite sammyslimani.com gelauncht, mit der ich täglich über 100.000 Menschen erreiche. Wurde für meine allererste Synchro-Rolle für Kung Fu Panda 3 in der deutschen Synchronisation gebucht. Und ich habe eine von zwei Gänsen bei Kung Fu Panda 3 gesprochen. Ich bin gemeinsam mit Hollywood-Größen wie Jack Black und Kate Hudson über den roten Teppich gelaufen. Ich habe meine allererste Kleidungskollektion gelauncht, haben mir einen lang ersehnten Kindheitstraum erfüllt, mit meinen besten Freunden zum Disneyland Paris zu fahren, bin zahlreiche Male in Dubai gewesen und habe tolle Menschen kennengelernt, wurde zur Konferenz der 150 einflussreichsten YouTuber weltweit nach New York eingeladen, zum zweiten Mal in meinem Leben, habe Troye Sivan live in Concert gesehen, war in Cannes zu den Filmfestspielen eingeladen und war dort auf dem roten Teppich, Kendall Jenner gesehen, zumindest das, was ihre Bodyguards zugelassen haben, war auf 4 Glow Conventions und habe Zehntausende von euch getroffen. Ich habe Shanti geküsst. Habe Stephanie den ganzen Tag geprankt und das Video nie hochgeladen. Wenn ihr das sehen wollt, lasst mal einen Daumen hoch. Dann kann ich das als Bonusvideo noch nächstes Jahr hochladen. Mit Tommy Hilfiger zusammengearbeitet und den weltweiten Snapchat-Account für einen ganzen Tag übernommen. Und noch Rafael Nadal, den Tennisprofi schlechthin, kennengelernt. Habe die Sheikh Zayed Moschee in Abu Dhabi besucht. War in unzähligen Magazinen. War auf der Londoner Fashion Week. Die größte Harry Potter Themenparty für meinen 26. Geburtstag gefeiert. Unzählige Meet and Greets veranstaltet und noch viel, viel mehr von euch getroffen. Ich habe den Echo Red Cup moderiert, habe einen inoffiziellen, offiziellen Musikvideoclip für Glow bei Lamia gedreht, was eigentlich ein Spaß war, aber am Ende dann sogar auf Viva und MTV gelaufen ist. Ich bin nach Berlin gezogen und noch krasser, ich bin mit meiner Schwester zusammengezogen. Etwas, was ich mir so niemals vorgestellt hätte. Habe Sarah Larsson kennengelernt, habe unzählige Vorträge vor Unternehmen und Marken gehalten. Ich bin Onkel geworden und habe einen kleinen 8 Monate alten Neffen. Ich war in der besten Show der Welt und wurde vor laufender Kamera zu einem Shitstorm gezwungen. Wurde zu den renommierten GQ Awards The Man of the Year eingeladen. Habe da Sophia Tomala gefotobombt. Meine allererste Awardshow moderiert, den Place to Be Award, der Influencer Award vom Axel Springer Verlag. Und das war crazy. Ich saß zum allerersten Mal am Spendentelefon für die Ein Herz für Kinder Spendengala. Uns wurden über 18 Millionen Euro gespendet für den guten Zweck und für Kinder. Einen Tag mit einem großen Fan von mir verbracht und es war das tollste Erlebnis ever und ich freue mich, wenn ich das 2017 noch öfters machen kann. Ich habe meine Haare gefärbt, habe sie dann nochmal gefärbt und die Farbe war ein totaler Fail und musste sie dann mehrmals innerhalb von wenigen Tagen färben, damit das euch nicht auffällt. Hat zum Glück geklappt. Wurde vom offiziellen Karl Lagerfeld Instagram-Account gepostet für mein Outfit. War auch mit meinen besten Freunden auf einer Segelfahrt in Kroatien. Ich war zum allerersten Mal in meinem Leben auf einem Festival, dem Lollapalooza in Berlin. Habe 10 volle Monate in diesem Jahr vollkommen durchgearbeitet, ohne Pause und Urlaub. Ich habe die süßesten Pärchenfotos mit Ishtar in einer Collab nachgestellt. Bin 5 Stunden mit dem Auto gefahren, um zu einem meiner größten Fans zu kommen, um ihm die Nachricht zu überbringen, dass er bei The Voice Kids mitmachen kann. Beim ProSieben-Jahresrückblick mitgewirkt. Dutzende rote Teppiche unsicher gemacht. Ich habe eine Zahnspange bekommen. Ich habe es geschafft, für 3 Monate am Stück jede Woche ein neues Buch zu lesen. Ich wurde für eine weitere Synchro-Rolle für 2017 gebucht. Den Film darf ich noch nicht verraten. Aber das erfahrt ihr ganz bald. Ein Office in Berlin gefunden, woran ich 2017 arbeiten werde und ich kann es kaum erwarten. Wurde für die Berliner Fashion Week gebucht, dazu 2017 mehr. Habe mich für 2017 entschlossen, intensiver mit meinen beiden Schwestern Lamia und Donja zusammenzuarbeiten, weil wir einfach zu dritt am stärksten sind und Family comes first. Always. Haben mich dazu entschieden, 2017 noch viel, viel aufwendigere Videos zu drehen und meine Stimme zu nutzen, auch ernsthafte Dinge anzusprechen, meine Reichweite zu nutzen, einfach Millionen Menschen da draußen inspirieren zu können. Und zu guter Letzt, meine Geschwister und ich, Lamia und Donja, haben uns dazu entschlossen, unser Management zu verlassen und ab jetzt als Geschwister zusammenzuarbeiten und in dieser Branche selbst die Zügel in die Hand zu nehmen. Wir haben es geschafft. Hey, und ich spreche dabei mit dir, du, aus meiner Community. Verrückt, wir haben wieder ein ganzes Jahr voller Videos gefüllt und ich hoffe, ich habe es geschafft, in diesem Jahr viele von euch inspirieren zu können, vielen von euch da draußen auch zeigen zu können, dass ich mir selbst treu geblieben bin, trotz all der Dinge, die ich so parallel gemacht habe, die ihr heute erfahrt. Es war ein tolles Jahr. Ich will mich bedanken für eure Unterstützung, für eure Liebe, die ihr mir jetzt schon bald und im nächsten Jahr feiere ich meine 9 Jahre auf YouTube. 9 Jahre, Leute. Ihr habt mich aufwachsen sehen, ihr habt Jahr für Jahr miterlebt, was wir gemeinsam so umgesetzt haben, was mit eurer Hilfe
alles möglich war. Und dafür will ich euch in diesem Video hier danken. Das waren Dinge, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und mein Ansporn für nächstes Jahr, am Ende des Jahres, ist es, 100 Dinge zu haben, die ich 2017 gemacht habe. Die ich gemeinsam mit euch gemacht habe. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch ein frohes neues Jahr. Kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt gute Vorsätze. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, ich werde dem einen oder anderen von euch da draußen 2017 über den Weg laufen. Sei es auf einem Meet and Greet, sei es, wenn es wieder etwas zu verkünden gibt bei einem neuen Projekt. Und da kann ich euch sagen, es ist super viel geplant. Und was ich mir für 2017 einfach vorgenommen habe, ist noch viel, viel mehr für euch zu produzieren, euch in Zukunft auch weiterhin zu inspirieren. Wir wissen alle, heutzutage ist YouTube ganz anders, als es damals war. Heutzutage ist YouTube sehr kurzlebig und oft produzieren viele die Videos, die die Masse sehen wollen. Meine Herausforderung und mein Ziel für 2017 ist es, viel mehr Videos zu drehen, die noch mehr Menschen da draußen inspirieren. Nicht nur meine Zuschauer, die ihr seid, nein, aber auch viele neue. Und ich hoffe, ich werde 2017 gemeinsam mit euch zu einem meiner besten Jahre meines Lebens machen. Und ich wünsche euch, dass ihr das beste Jahr eures Lebens habt. 2016 ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an euch, 2017 zu eurem Jahr zu machen. In diesem Sinne, bis dann und frohes neues Jahr.